Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass es uns heute gelungen ist, hier einen mittlerweile gemeinsam abgestimmten Antrag der vier Fraktionen CDU, FDP, SPD und Grünen vorzulegen zum Thema Blutspende. Das Thema ist wichtig und relevant. Alle, die sich in diesem medizinischen Bereich auskennen, wissen, dass wir zu wenige Blutkonserven haben. Gerade die Pandemie hat nochmal dazu geführt, dass wir hier auch einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen haben. Umso weniger verständlich ist es, dass immer noch Menschen in dieser Gesellschaft von der Blutspende ausgeschlossen sind. Dazu gehören bisexuelle, homosexuelle Männer und Transsexuelle. Die Debatte hat vor wenigen Wochen auch im Bundestag stattgefunden. Dort ist es leider nicht dazu gekommen, dass sich die Fraktionen auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt haben. Die Grünen und die FDP hatten hier einen Vorstoß gewagt, dass die bisher gültige Regelung, dass eben bisexuelle und homosexuelle Männer faktisch von der Blutspende ausgenommen sind, aufgehoben werden soll und dieses Quasi-Verbot eben zukünftig nicht mehr gelten soll. Das ist von den Regierungsfraktionen in Berlin, von CDU, CSU und SPD dort abgelehnt worden. Grund für eine Vorsicht jedenfalls, was diesen Bereich angeht, es wird uns ja alle oder fast alle, die hier im Plenum sind, so gehen, dass wir uns an die 80er Jahre zurückerinnern, an das Aufkommen der Krankheit AIDS, an das Aufkommen der HIV-Infektionen. Und damals war es so, weil es eben noch keine ausreichenden Testmöglichkeiten gab. Es war ja so, dass in den ersten Jahren noch auch im Nebel gestochert wurde, woher überhaupt diese Krankheit kommt. Es gab kein vernünftiges Testverfahren. Der erste HIV-Test wurde ja erst 1985 auf den Markt gebracht, auch wenn die ersten Krankheitsfälle schon im Jahre 1981 in den USA festgestellt worden sind. Und es waren eben in dieser Anfangszeit der Erkrankung vor allen Dingen homosexuelle Männer, die betroffen waren. Aus dieser Zeit rührt ein Verbot von homosexuellen Männern bei der Blutspende eben aktiv zu werden. Nur jetzt haben wir das Jahr 2020 und eine HIV-Infektion ist mittlerweile eine behandelbare Erkrankung geworden, zwar weiterhin chronisch, die ist nicht heilbar, aber es ist eine behandelbare Erkrankung und wir haben ganz andere Testverfahren. Heutzutage kann man schon nach 10 Tagen über einen sogenannten Prätest feststellen, ob jemand HIV-infiziert ist oder nicht. Und spätestens nach 6 Wochen ist mit dem jetzt gültigen HIV-Test, der in einer normalen Arztpraxis durchgeführt wird, zweifelsfrei festzustellen, ob eine Infektion vorliegt oder nicht. Und deswegen ist es absolut unverständlich, warum homosexuelle oder bisexuelle Männer ein ganzes Jahr auf die Ausübung von Sexualität verzichten sollen, also eine irreale Vorstellung für alle gesunden Menschen, sich das vorzustellen. Selbst wenn sie das mit dem eigenen Ehemann und auch in einer monogamen Beziehung tun, ist es also auch verboten. Es gibt ja diesen Fragebogen. Jeder, der mal zur Blutspende geht, weiß das auch. Man muss ihn wahrheitsgemäß ausfüllen und damit ist man faktisch von der Blutspende ausgeschlossen. So, vor diesem Hintergrund, dass es also aufgrund der heutzutage gültigen Testverfahren überhaupt nicht notwendig ist und der Tatsache, dass wir dringend Blutspenden brauchen, dass wir dringend die Labore entsprechend auffüllen müssen, wäre es ein wichtiger Schritt, hier einen Sprung nach vorne zu machen. Wir reden immerhin von etwa 10% der Menschen in unserem Land. Also man kann sich ja ausrechnen, wie viele es sind. Also wir sprechen von 4 bis 5 Millionen Männern, die hier von der Blutspende ausgeschlossen sind. Und ich finde das heute ein starkes Signal, was hier aus dem Landtag ausgeht, auch wenn es die vorgerückte Zeit ist, auch wenn nicht mehr viele wahrscheinlich zuschauen werden, auch wenn wir nach 21 Uhr haben. Das größte Bundesland, Nordrhein-Westfalen, sagt in Richtung Bundesregierung, diese diskriminierende Regelung muss aufhören. Homo- und bisexuelle Männer und transsexuelle Menschen müssen zur Blutspende zugelassen werden. Das finde ich ein sehr, sehr erfreuliches und sehr klares Signal.